Gerne die Hörer. Wie heißt denn unser Telefonschreck? Heißt der A. Eiffelturm, B. Elvis Eiffel oder... Oh, da war, glaube ich, Britta am schnellsten. Elvis Eiffel, richtig. Zwei Bälle für dich. So, es gibt bei Radio Neandertal natürlich auch Nachrichten zur vollen Stunde und zur halben Stunde. Was hört man denn immer zur halben Stunde für Nachrichten? Bitteschön. Die Lokalnachrichten und der Verkehrsfunk, das ist richtig, das gibt es bei uns immer um halb. Damit steht es 2:2:0. Wir kommen zu einer Frage, die mit Velbert zu tun hat. Und zwar gibt es in Velbert das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum. Was ist da zu sehen? A. Schlösser und Beschläge aus 5 Jahrtausenden. Ja. Ja heißt so viel wie Schlösser und Beschläge. Sehr gut, das geht, das testen wir gleich mal. Einmal probieren. Geht. Das liegt dann nur an der Reaktion. So, damit führt unser männlicher Kandidat mit 3 Punkten zu 2 Punkten zu 0. Wir haben ja erstmal Halbzeit, wir haben 5 Fragen erst gestellt, das heißt, es gibt noch ein paar Fragen. Und zwar, wo steht der 600 Jahre alte Schelmenturm? A, den gibt's gar nicht. Oh, in Velbert. Das ist verkehrt, in Velbert steht er nicht, er stünde in Monheim. Monheim am Rhein, das habt ihr wahrscheinlich noch nie besucht, weil es ziemlich weit weg ist. Damit gibt es keinen Punkt für niemanden. Welche Städte im Kreis Mettmann, also im ganzen Kreis, haben eine Hochschule, also quasi eine Fachuniversität? Wülfrath und Erkrath? Mettmann und Heilinghaus. Mettmann und Heilinghaus, das ist richtig. Woher weiß man sowas? Woher weißt du das? Mettmann und Heilinghaus, das ist richtig. 4:2:0 und wir haben noch 3 Fragen übrig. Welche, jetzt wird's musikalisch, welche Schlagersängerin? Es gibt eine ganz berühmte Schlagersängerin. Moment, stopp, ich hab dich nicht. So, jetzt? Jetzt gibt es ja nur 2. Ja. Es gibt entweder Helene Fischer oder Claudia Jung. So. Ja. Du weißt ja noch gar nicht, was ich fragen wollte. Du hast gesagt, zwei Schlagersängerinnen. Ja. Eine. Ja, aber du. Nur zwei. Okay, es gibt natürlich noch viel mehr als diese zwei, aber ich antworte mal, vielleicht ist das Richtige dabei. Also die Frage wäre, welche von den beiden aus Ratingen kommt. Claudia Jung. Das hättest du gewusst? Das hättest du gewusst, dann gilt das natürlich. Ihr hättet es nicht gewusst wahrscheinlich, oder? Claudia Jung, hat man bestimmt schon mal gehört, wohnt mittlerweile in Bayern, ist aber gebürtige Ratingerin. So, 2 Fragen haben wir noch, dann ist zu Ende. Es geht um die Stadt Heilinghaus. Stadt Heilinghaus bekam die Stadtrechte, und zwar in welchem Jahr? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Die Stadtrechte in Heilinghaus, die gibt es bis heute noch nicht in der Stadt. Oder B, 1947 oder C, 2012. Er hat aber hier den schnellsten, die schnellste Hand von allen. Wann bekam Heilinghaus die Stadtrechte? C. C 2002. Nein, das ist absolut verkehrt. Heilinghaus hat auch nicht erst seit 10 Jahren die Stadtrechte. Es wäre 1947 gewesen. Damit geht der Punkt an niemanden. Jetzt geht es noch um die Ehre. Vielleicht lasst ihr Sabrina, ne? Vielleicht lasst ihr Sabrina auch mal tippen. Sabrina, die Frage ist auch ganz leicht. Du musst dich einfach nur hier ein bisschen umschauen. Die Logofarben von Radio Neandertal sind Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Rot-Weiß oder Schwarz-Rot-Blau? Schwarz-Rot-Weiß, genau, man kann es da zum Beispiel auch sehen. Das ist richtig, ein Ball für dich. Damit ist unser Endstand. 1 Punkt für Sabrina, 2 Punkte für Britta und 5 Punkte für Matthias, genau. Damit hat Matthias gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, einen Riesenapplaus. Ihr zwei, wir haben natürlich was für euch, dürft euch in unserer Überraschungskiste bedienen. Und für Matthias gibt es die einzigartige Radio Neandertal-Tasse. Kann man nicht kaufen, gibt es nur bei uns zu gewinnen. Gefüllt mit ein paar Leckereien von Radio Neandertal. Machen wir auch das Gewinnfoto. Bitteschön, deine Tasse, herzlichen Glückwunsch. So, und ihr und sie habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Wir haben das Ganze auch für Kinder mit Märchen. Wenn ihr drei mitmachen wollt. Ja, okay, guck mal, die beiden waren... Ich nehme die Bälle mal hier raus, sonst heißt sie hinterher. So, Spielregeln sind euch bekannt. Ihr wisst, wie es funktioniert. Sag mir einmal deinen Namen. Zeynep. Raja. Miriam, so, wir probieren einmal kurz die Button aus, draufdrücken.
in der Mitte. Und Miriam? Super, funktioniert. Erste Frage, ganz einfach, um warm zu werden. Worauf schlief eine Prinzessin, die gerne einen Königssohn heiraten wollte? Auf einer Erbse, genau. Das wäre nämlich jetzt die Frage. Wie heißt das Märchen? Das Märchen heißt die Prinzessin auf der Erbse. Erster Punkt für Miriam. Ups, guck mal. Riesenapplaus für den ersten Punkt. Warum fand denn die Königin Schneewittchen so schrecklich? Weil sie tausendmal schlauer war? Weil sie tausendmal Sie sagt, weil sie tausendmal schöner war, und das ist richtig, denn die Prinzessin war ja so unglaublich schön und die Königin hat immer gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Schneewittchen. Damit steht es 1:1:0, aber wir haben ja noch genug Fragen übrig. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Es gibt das Märchen vom Rotkäppchen, das kennt ihr bestimmt, ne? Aber als am Ende alle wieder gerettet und glücklich waren, was hat Rotkäppchen ganz zum Schluss gesagt? Und was hat Rotkäppchen zum Schluss dann auch, Dankeschön, neue Tassen, der Oma versprochen? Ich werde nie wieder alleine vom Weg abgehen. Ich komme jetzt meine Großmutter ganz oft besuchen. Oder ich pflück schnell noch ein paar Blümchen. A heißt, ich werde nie wieder alleine vom Weg abgehen. Richtig, das hat sie gesagt, weil da ist ja dann der böse Wolf gekommen. Und deswegen hat sie gesagt, oh, ich gehe lieber nicht mehr. Och, guck mal, jetzt rollt der auch noch raus. So, das ist ja mal spannend. Gleichstand, jeder hat einen Punkt. Jetzt geht's drum, der Nächste, der drückt, geht in Führung. Wer sagte der Königin im Märchen Dornröschen voraus, dass sie eine Tochter zur Welt bringen wird? War das eine Fee, ein Frosch oder ein Zauberer? Eine Fee? Weiß das jemand? Hat die Fee der Königin im Märchen Dornröschen gesagt, dass sie eine Tochter bekommen wird? Nein, es war ein Frosch. Der Frosch hat es gesagt. Damit gibt es keinen Punkt für niemanden. Was musste die Müllerstochter dem Rumpelstilzchen versprechen, damit es auch die dritte Nacht Gold spinnt? Also die Königstochter hatte Rumpelstilzchen was versprochen, und zwar was? Dass Rumpelstilzchen einen Platz als Hofnarr bekommt, dass das erste Königskind an Rumpelstilzchen abgegeben wird, oder B, richtig, genau, die Königin hat nämlich versprochen, das Kind abzugeben an Rumpelstilzchen, und nur damit es Gold von Rumpelstilzchen bekommt. Damit steht es 2:1:1. Wer kennt das Märchen von Ali Baba? Gut, dann die Frage, wie viele Räuber? Ich habe ja noch gar nichts gefragt. Wie viele Räuber hatten blonde Haare, kann ich ja jetzt zum Beispiel fragen. Aber du hast gedrückt, was ist die Antwort? 7. Das ist leider verkehrt. Ali Baba, komm, du weißt es? Nee, du hast schon gedrückt. 5 ist auch falsch, ihr wisst ja immer noch nicht, was ich wissen will. 12, auch nicht. Keine 5, keine 7, keine 12. Liebes Publikum, wie heißt das Märchen? Ali Baba und die? 40 Räuber, genau. Wir wollten wissen, wie viele Räuber. 40. Leider verkehrt, leider keiner einen Punkt gesammelt. 2 Fragen haben wir noch. Jetzt geht's drum. Jeder von euch kann noch gewinnen. Wie heißt der Onkel von Max und Moritz? Da gibt's eine Geschichte, da wird davon erzählt. Onkel Fritz? Ich habe noch gar nicht weiter vorgelesen. Nur das Onkel Fritz? Und hier steht Onkel Fritz, richtig! Jetzt wird's spannend. 2:2:1. Wenn du jetzt den Punkt machst, ist Gleichstand, dann brauchen wir eine Stichfrage. Wenn einer von euch den Punkt macht, habt ihr gewonnen. Jetzt geht's drum. Der letzte Punkt. Der allerletzte. Wer trifft auf die 7 Zwerge? Da musste ich noch nicht mal vorlesen, das weißt du wahrscheinlich auch so. Wer trifft die 7 Zwerge? Erst muss sie antworten. Ich habe was mit Dorn gehört. Dornröschen. Das ist leider falsch. Moment. Ich gebe jetzt nochmal frei. Und dann der Nächste, der drückt, darf die Frage beantworten. Achtung.
Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, du hast es auch, du hast eine Sekunde zu spät gedrückt. Das ist schade, aber damit steht es 3-2-1 und hat Miriam gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Riesenapplaus für Miriam. Du bekommst unser Hauptpreis und ihr zwei dürft euch hier was aussuchen. Und da vorne haben wir für euch auch noch ein paar Süßigkeiten. Dürft euch auch noch was mitnehmen. Für dich gibt es die Radio Neandertal Kakaotasse. Bitteschön. Ja, liebe Kinder, hier stehen jetzt so viele. Ihr habt gesehen,